Okay, Leute, ich bin bereit. Leute, drückt mir die Daumen. Jetzt werden wir uns von einem 1-Euro-Shop ernähren. Also von den Produkten da drin. Digga, soll ich dir die Zigaretten kaufen hier im 1-Euro-Shop? Ja, lass mitnehmen, oder? Ja, okay. Boah, Junge. Yo, was geht ab, Leute? Peace und willkommen in meinem Leben, Leute. Es ist richtig kalt in Hildesheim. Der Winter kommt. Leute, es ist noch richtig früh. Wir haben es 9.14 Uhr. Oh, shit. Wir sind aber fleißig am Start, Leute. Wir gehen direkt erstmal pumpen. Wir wollen das jetzt wirklich durchziehen, everyday, außer am Wochenende. Heute wird es aber ein bisschen schwerer, aber warum es schwerer wird, erfahrt ihr später. Wir gehen jetzt erstmal pumpen, oder AJ? Jetzt geht es, Brett. Ja, yeah, vergiss deine Tasche nicht. Was ein Typ, oder, Leute? Vergisst er seine Tasche einfach. Geil. Leute, die Session ist vorbei. AJ hat sich richtig zerstört. Kannst du die Kamera noch halten, Bro? Nicht mehr lange, Digga. So Dulli, Alter. Okay, Leute, wir sind wieder full energy. Die Session ist vorbei, Leute. Es ist jetzt auch schon natürlich viel später. Mittlerweile ist es schon fast 11 Uhr. Ich habe ja gesagt, dass es ein bisschen schwerer wird. Leute, heute werden wir uns den ganzen Tag nur von Produkten aus dem 1-Euro-Shop ernähren. Und pumpen macht das Ganze natürlich viel schwerer, weil man da absolut viel Energy verbraucht. Ich weiß nicht, ob es da so geile Produkte gibt in den 1-Euro-Shops. Naja, aber wir können es ja rausfinden. Lass in die Stadt fahren. Vielleicht finden wir einen Scooter und können wieder mit dem Scooter in die City fahren. Let's go. Komm her. Okay, Leute, wir haben es fast in die Stadt geschafft. Da vorne ist so die Stadt und Leute, wir haben nicht mal einen Scooter gefunden. Das heißt, wir mussten gehen und haben noch mehr Energy verbraten und es gibt da nur so Suppen und so einen Kack, glaube ich. Und Süßigkeiten. Jo, wir müssen doch was Richtiges essen heute, oder? Ja, Digga, unbedingt, Alter. Keine Power mehr. Du siehst echt schon ganz schön schlapp aus, Bruder. Ja, ich war vorher fertig. Jetzt fast 2 Stunden pumpen, Bruder. Was los? Naja, Leute, hoffentlich haben wir Glück und finden was Geiles zu essen. Und wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt, lol. Okay, Leute, ich bin bereit. Leute, drückt mir die Daumen. Jetzt werden wir uns von einem 1-Euro Shop ernähren. Also von den Produkten da drin. Und ich hoffe, dass es irgendwas gibt, was ein bisschen sättigt und auch nicht so ungesund ist. Komm her. Ich bin richtig gespannt. Aber es gibt noch mehrere 1-Euro Shops. Also falls es in irgendeinem Shop irgendwas nicht mehr gibt, haben wir Gott sei Dank noch einen anderen. Was? Okay, Digga. Ich nehme hier erstmal 2 Suppen mit für zu Hause. Ja, ist was Warmes. Ich glaube, was anderes Warmes gibt es hier auch nicht. Oh, Digga, bevor wir es vergessen, trinken. Okay, das ist eigentlich normales Trinken. Wasser und Eistee, Digga. Kann man machen. Okay, Leute, nee, ich pack die doch wieder weg. Ich hol mir die einfach später dann. Dem anderen 1-Euro-Shop. Jetzt brauche ich erstmal Keks. Ah, und Nutella to go, Digga, Bruder. Ist wie Frühstück. Brot und Nutella. Ja, und noch ein paar Center Shocks. Gesunde Ernährung ist da. Jetzt brauche ich erstmal Keks. Let's go. Obwohl, willst du auch noch was? Nee, danke, alles gut. AJ hat gar keinen Hunger. Ich glaube, er isst lieber gar nichts anstatt sowas. Ich zieh das durch. Puh, okay, Leute. 4,50 Euro habe ich ausgegeben. Mal gucken, ob mich das sättigt und sittet. Wenn man Durst hat, heißt das sitten, ja, ne? Mhm. Perfekt. Okay, Leute. Erstmal ein Schluck trinken. Nach dem Gym immer gut, Leute. Das Ding ist, wir haben im Gym halt einfach nichts getrunken. Deswegen tut das gerade voll gut. Das Ding ist aber, es ist so kalt, dass man nicht so extrem Durst hat wie im Sommer. Eher Hunger auf Frühstück. Das Ding heißt aber Nutella to go, deswegen gehen wir jetzt auch. Mein 1-Euro-Essen wird berühmt. Okay, Leute. Ich esse gerade hier schon fleißig das Nutella to Go? Hä? Seit wann heißt das Nutella and Go? Hieß das so schon immer? Nee. AJ sagt auch nee, aber okay. Digga, das ist so geil lecker irgendwie. Mhm. Das Ding ist halt nur fast leer. Das hat auf gar keinen Fall satt gemacht, muss ich sagen, Alter. Naja, ich habe noch 2 Stück von denen. Schön Nutella drauf und dann... Okay, Leute, hat gar nicht gesättigt. Wir gehen nochmal in 1-Euro-Shop. Oh nein, ich habe ja noch was anderes mit, aber ich bringe das erstmal Müll, weil... Plastik, ihr wisst Bescheid. Nutella and Go macht keine Plastikverpackungen mehr. Heute mache ich, was ich liebe und es läuft. Das ist auch schon der nächste 1-Euro-Shop, Digga. Nice. Jetzt wird geshoppt. Obwohl, nee, komm mal mit nochmal. Die Nutella klebt überall, Leute. Erstmal ausspielen. Okay, aber der Eistee ist echt normal. Das ist echt okay. Wobei ich halt das Unternehmen eigentlich nicht supporte, aber ich trinke es halt trotzdem immer, weil es halt eigentlich schmeckt, ne? Okay, Leute. Oh, Center Shocks nach dem Pumpen zum Frühstück. Das passiert, wenn man sich nur von Produkten aus dem 1-Euro-Shop ernährt. Geil. Hier, Bruder, du isst auch einen. Ja, komm, Center Shock geht. Center Shock geht, ja, genau. Boah, ich nehme hier einen schwarzen, Digga. Die sehen immer böse aus. Böse. Was soll das denn heißen, Digga? Was soll das denn heißen, oh, Bruder. Digga? Bruder. Ja, die Schwarzen sind böse. Ja, Digga, ja. Ach, ja, Digga, ich weiß schon, ich weiß schon. Ja, komm, ciao. Nein, das war eigentlich nicht auf... Ja, Digga, ja. Sag am besten gar nichts mehr. Okay. Oh, okay, AJ. Dann bin ich auch ready.
Kamel ist da, ne? Sättigt halt auch wieder gar nicht. Ja. Okay, ist doch ein bisschen sauer. Ein bisschen. Okay, wir gehen in den nächsten 1-Euro-Shop, let's go. Ey Bruder, hier gibt's alles, was das Kinderherz begehrt, ne? So, guck mal, hier so diese alten Dinger hier, Flick and Lick oder wie die Dinger heißen, weißt du noch, von früher? Oh mein Gott, das sind sogar die sauren, Alter. Ey, komm, lass einfach welche mitnehmen davon. Ja, auf jeden. Ey, die haben die Zunge immer getötet, Alter. Aber nur die sauren, ne? Ja. Die anderen waren glatt. Boah, Leute, Fritt muss auch mit. Auch Bestandteil der Kindheit. Fritt muss mit. Digga, soll ich dir die Zigaretten kaufen hier im 1-Euro-Shop? Ich dachte gerade, lol. Ja, lass mitnehmen, oder? Ja, okay. Obwohl, nee. Doch keinen Bock drauf. Ja, das Ding ist so, oh mein Gott. Digga, hier sind so Brausesticks. Wollen wir die auch mitnehmen? Ey, die haben mir immer durch die Nase gezogen früher. Bruder, das ist Brausepulver. Und nichts anderes. Ja, als Grundschüler warst du damit cool. Ja, ja, lass mitnehmen. Ich hab die auch immer in der Schule gegessen. Was willst du gerade sagen? Lass mitnehmen einfach. Safe. Hey, no joke, Alter. Hier gibt es absolut Premium-Wasser. Das kriegt man echt in jedem normalen Laden so. Die Smart-Wasser? Wasser? Wasser? What? Mein Deutsch ist weg. Ja, komm, diese Kerne können wir auch kaufen. Kennst du die? Ja, ja, auf jeden Fall. Halt mal. Nice. Kaugummi ist auch, Bruder? Ja, von mir aus. Okay, das reicht jetzt auf jeden Fall. Excuse me, are you a vlogger? No. No vlogger? No. You're a vlogger. Bin nicht Vlogger. Bist du Hey Moritz? Nein. Keine Lust, ne? Ja, auf jeden. Halt Spaß, alles gut, haut rein. What? Okay, Leute, das ist gerade richtig weird. Ich habe einfach gerade genauso viel Geld bezahlt wie eben im 1-Euro-Shop, also auch 4,50 Euro. Das heißt, wir sind bei 9 Euro und ich bin nicht annähernd satt. Aber okay, wir gehen erstmal nach Hause und dann essen wir den ganzen Stuff hier. Okay, Leute, ich bin auf meinem Deeks Razer am Start. Leute, ich mache hier ein paar Sachen am Computer und nebenbei esse ich mein Essen für heute. Ich muss viel durcheinander essen, damit ich annähernd satt werde. Auch wenn es nur Süßigkeiten sind, ich muss gesättigt werden. Ich habe abnormal Hunger. Ich schwöre auf alles, ich esse nichts anderes heute. Also ich esse wirklich nur Sachen aus meinem Euroshop. Ich hole mir später auf jeden Fall noch was in der Stadt. Irgendeine Suppe oder so. Ich hätte echt eben eine mitnehmen sollen, aber wir fahren nochmal in der Stadt dann nachher. Ich bin gespannt, wie diese Brausedinger schmecken, weil ich hatte immer nur so lange früher. Ich hoffe, die schmecken genauso. Bruder, die schmecken naja, ich habe ja noch Gummibärchen. Kaugummis. Was mache ich hier? Können die nicht was zu essen machen, was ein bisschen gesund ist? Das heißt doch 1-Euro-Shop und nicht Süßigkeiten-Shop. Habe ich böse geguckt? Haben die Angst jetzt? Ich habe Angst. Das Ding ist, Leute, mittlerweile ist es fast 1 Uhr schon und ich habe gestern Abend das letzte Mal gegessen und war heute Sport machen. Also ihr könnt euch, denke ich, vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Boah, ich muss erstmal das Kaugummi werden loswerden. Deutsch? Nicht da. Okay, Leute, ich habe meinem Magen ein wenig Zeit gegeben, um zu verdauen, aber no joke, da muss ich nachlegen. Ich habe mir noch Kerne gekauft. Kerne sind Gott sei Dank nicht süß. Und ich hoffe, dass die mich sättigen. Aber wie lange dauert das bitte, bis ich davon satt bin? Aller Anfang ist schwer, Leute. Ist immer so im Leben. Keep the grind alive. Wenn ich satt werden will, muss ich halt dranbleiben, ne? Boah, Leute, wären die alle so, dann wäre das geil, Alter. Direkt satt. Mann, natürlich bin ich nicht satt, Alter. Bruder. Natürlich bin ich nicht satt, Alter. Was? Ich musste auf den Balkon gehen, weil ich hätte jetzt nicht vor, die hier zu verschütten, aber wenn man die isst, Alter, es entsteht so viel Müll. Kennt ihr diese Leute, die so im Bus sitzen? Ich mache euch das mal vor. Hey, wollt ihr auch welche? Put die Kamera weg. Jetzt weißt du, welche Leute ich meine. Ja, dich, ne? Nein, der ganze Balkon ist voll mit Erdnusskern. Toll. Oh, guck nicht so traurig, Bruder. Guck, ich wusste doch, dass er welche essen will. Bruder, oh nein. Hast du nicht getan, oder? Was? Leute, ich dachte, AJ wäre jemand, der Nüsse kennt. Er hat gerade den hier gemacht. Nüsse? Boah, Junge. Oh, Digga. Oh, sorry. Sorry. Dass ich dich abgespuckt hab, aus Versehen. Aber man isst die Dinger nicht so, Alter. Wer sagt denn, wie man die isst? Dicker, ohne Schale. Leute, so sieht mein Balkon aus, nachdem man gegessen hat. Gut, dann gehe ich jetzt auch wieder rein.
Okay, Leute, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen, dies, das. Ich räume ein bisschen auf und so weiter. Und wenn ich später Hunger kriege, dann sehen wir uns wieder. Let's go. Okay, Leute, mittlerweile ist es schon relativ spät. Ja, es ist 16:45, Leute. Und ich fahre jetzt auf jeden Fall Richtung Stadt. Ich habe mich da mit AJ verabredet. Der ist gerade bei seiner Mutter. Und ja, dann werden wir wieder was für 1 Euro essen. Und ich habe richtig Hunger mittlerweile. Also wirklich dieses andere Hunger. I need some food. Okay, Leute, Gott sei Dank kann ich wieder einen Scooter getten. Komm ich wenigstens schneller zu AJ, wisst Bescheid. Was geht ab, Boy? Hast du gegessen? Sauber. Okay, Leute, dann können wir uns jetzt Suppe getten und das ist so das einzig Warme. Ich hoffe, es schmeckt, oder? Ja, man kennt die doch, die schmecken. Ja, es geht. Ich feiere die nicht so hart. Aber wir sind direkt hier bei meinem Euroshop. Let's get this bread. So, die Suppe ist gegettet. Heute mache ich, was ich liebe und es läuft. Okay, Leute, die Nudeln sind gegettet. Hast du Hunger? Ich habe so Hunger, dass ich keinen Hunger mehr habe. Kennt ihr das? Ich kenne das, glaube ich. Ganz übel, Digga. Und jetzt noch so eine... Oh, yo, Bruder, da war ein Auto, yo. Digga, ich kann nicht so klar denken bei dem Essen, was ich kriege heute. Wir brauchen irgendwas, das das Gehirn anregt. Okay, Leute, mittlerweile ist es ja auch schon relativ spät, deswegen gehen wir jetzt nach Hause und... Ey, ich glaube, da sind Fans. Are you a Vlogger? Ja. Ja? You are a Vlogger. Was? Are you a Vlogger? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, Vlogger. Oh mein Gott. Wir haben Konkurrenten. Die ersten Konkurrenten in Hildesheim. Oh ey, Digga, nein. Ey, ihr seid die ersten Vlog-Konkurrenten hier in Hildesheim. Es gibt keine anderen guten. Die checken gar nichts. Ach ja, Leute, übrigens wundert euch nicht, warum ich immer mit Mütze in meiner Wohnung bin, Leute. Ich spare ein bisschen Heizkosten, ihr wisst Bescheid. Ich spare echt an den falschen Stellen. Es gibt jetzt das erste Festmahl, Leute. Eine geile Nudelsuppe. Schön scharf, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und nochmal hier diese Zwiebelsoße. Ich mache AJ sein Essen auch mal direkt ready. Ehre. Wundert euch nicht, warum wir solche Teller benutzen. Ich weiß natürlich auch, dass man die nicht benutzt, aber AJ ist natürlich jetzt nicht die hellste Birne gewesen und kommt mit hier so 2 flachen Tellern an. Ich esse da auch immer Suppe drin. Was ist los? Ey, Bruder, man nimmt... warmes Wasser für eine Suppe. Hey, ob. Digga, mein... Wir essen eine Suppe, keine heiße Suppe, hä? Digga, ich brauch Moritz' Kopf kurz. Moritz? Aber nur kurz. Oh, jetzt ist es heiß. Auf jeden, Bruder. So isst du auch immer, ne? Eine Gabel oder so? Hast du die auch? Nicht dabei. Bruder, da kannst du dich nicht mehr retten aus der Sache. Also, die Zuschauer werden jetzt schon absurd denken, du hast den größten Vogel der Welt. Ich wahrscheinlich auch, weil ich mit Mütze und Jacke in einer Wohnung sitze und meine Heizung aus Provokation nicht einfach, um Geld zu sparen. Perfekt. Dann warten wir mal, ich check ein bisschen Instagram ab. Ich checke Instagram ab, ich heiße Aris Weichert, folgt mir da. Danke. Leute, ich habe eine Gabel gegettet. Für dich auch, Reggie. Ja. Bitte. Ja, Digga, eigentlich muss man die einseifen früher. Einseifen, Bruder, Alter. Früher vor allem, ne? Ja, Digga, ja, früher. Bevor man die isst. Davor halt. Alter, so sind die aber schön crunchy irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist geil. Schmeckt gut, Digga. Wir essen das mal auf, Digga. Mal gucken, wie es mir danach geht, Leute. Leute, der Glatzkopf hat sich auch mal gedacht, okay, ich mach die Heizung doch mal an. Ja, wurde mir auch ein bisschen zu stressig mit Jacke und Mütze. Man kann sich nicht so gut bewegen, Leute. Vor allem, nee, okay. Eigentlich war der Grund die Suppe vorhin. Einem wird immer so warm, wenn man Suppe isst, ne? Digga, deswegen wollte ich doch kaltes Wasser nehmen. Ja, stimmt. Naja, Leute, ich habe noch Frit. Also, ich sag euch so, wie es ist. Ernährt euch nicht von 1-Euro-Shops. Ist cool, wenn man mal so nach der Schule Süßigkeiten braucht oder so, wenn man zur Schule geht. Die sind gut, also mal wirklich so ein Snack für zwischendurch, den kann man sich da gönnen. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Everyday gibt es hier Content, Leute. Und Leute, welcher YouTuber liefert euch Everyday High-Quality-Content, der geil geschnitten ist, wo wirklich sehr viele Stunden drin stecken? Ich weiß es nicht richtig. Ah, das war ich. Ihr wusstet es. Von mir. Leute, folgt mir auch auf Instagram, da gibt es mehr Bilder von mir aus meinem privaten Leben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.